Hallo ihr Lieben, euer Girls ist hier, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zorto. Jetzt wird auf den Schokolieren wieder getrollt und jetzt wird die Farm angegriffen. Der hat nur Zeit gestellt und jetzt greift irgendjemand die Farm an. I never would have guessed that Kongming's tale was a granary at Xiegur. That was too careless of me. That man's tactics are so frighteningly unpredictable. If the granary is taken, we'll be in trouble. Right. We absolutely must not let Shu take the granary. Hurry! At once, to Xiegu. Merkt ihr das? Wie viel Lore gegen Ende spielt, gibt's kaum noch Story, wir nur gekämpft, gekämpft, gekämpft. I like it. Ein bisschen Story wäre auch mal wieder cool. Shang Yu, let's buy. Stimmt, da ich ja jetzt Shaodun und so wieder benutze, bekommst du von mir tatsächlich die Steel-Armor. Sieh es als wunderschönes Geschenk an. Und Steel-Spear. Ich benutze den Typen mir jetzt wieder. Er hat sich bewiesen, I like him. He's good. Apropos bewiesen, was soll ich mit Zhang Liao? Der Typ stirbt so schnell. Was habe ich denn gegeben, dass der so... Was? Ich meine, Huatu ist schon, ne? Das ist eigentlich cool, aber Mann, du stirbst so schnell. Ich glaube, das gebe ich später lieber Li Jin oder so. Wisst ihr was? Das kriegt ja schon Li Jin. Das gefällt mir nicht, Mann. Der stirbt viel zu schnell. Das ist nicht gut. Shu Heng, Equipment. Aye. So, wir schauen mal. Schau, Yuan. Nicht du. Wo ist er jetzt? Zhang Liao. Da. Zack. Du kriegst jetzt das, was Li Jin hat. Silver Shield. Ich weiß nicht, ob ich den das wegnehmen möchte. Der hat ja auch die Silver Armor. Dann gucken wir, was Yu Jin hat. Oh, das ist so blöd geordnet. Jesus Christus in Gottes Namen. Stimmt, der hat das mit der Extra Experience. Gut. Dann kriegt jetzt der Extra Experience Zhang Liao. Das war so viel niedriger Level. Passt schon. Art of War für Zhang Liao. Cool. Supi. Mengde, we have to hurry up. If the granary is taken by Shu, we'll have to abandon Hanzhong. I know. We have to defend the granary at all costs. Food supplies are more important than anything. Ist klar, dass Gesu das sagt, dass Essen viel wichtiger ist als alles andere. Sushu, that totally sounds like something you would say. I can't help it. I've got big appetite, you know. Typisch Gesu, so kennt man ihn. The unit tries to track the granary seems to be led by Ma Chao. Oh, it's Ma Chao. I thought something was strange when I didn't see him at Han River. I couldn't have guessed that he went to Xiegu, though. Xiegu is the valley between two tall hills. It would be trivial now if it's just Ma Chao, but I feel the base main force are heading there as well. We wouldn't know for sure, though, when the base forces are going to arrive. But regardless, this will be an arduous battle. Is Ma Chao one of the five tigers? What are the five tigers? Generals Guan Yu, Zheng Fei, Chao Yun, Huan Chong, and Ma Chao, dubbed the five tiger generals of Shu. Exactly. Oh. Ja, gibt heute mal diese fünf Tiergeneräle. Fun Fact, in deines Tactics, wenn du die zusammenpackst, kriegen die sogar einen Buff. Aber naja. Okay, Leute. So, Leute, wen nehmen wir mit? Gute Frage, hier auf jeden Fall. Und ich glaube, wir gehen voll tanky rein. Brauchen auf jeden Fall Leute, die ein bisschen was aushalten. Ich glaube, wir gehen nur tanky. Aber einen Heiler brauchen wir auch. Nein, nicht hier, so. Zack. Sind wir hier maybe noch? Ja, sind wir hier nehmen wir auch noch mit und... Dian Wei? Ich glaube Dian Wei. Achso, ich habe noch einen Slot. Zhao Pi ist der tanky Bogenschütze. Der hat mehr Defense als Zhang Liao. Ist das nicht peinlich?
Ich nehme Jengi ja mal mit. Let's go. Well, auf Schirkur. Here we go. Da sind sie, Pappenheimer. Here we go. Fires are spreading. Looks like we didn't make it. Ich glaube, wir sind echt ein bisschen sehr spät. Haha, Zazo, you're too late. You come here, fine. You can't come back either. If we can kill you here, the realm will be ours. Hand your head over. Oh nein, ich von unten auch noch. Oh Gott, Tigerbären und Bogenschütze. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. We made it! We made it! Zazo, you are dead! Oh, the situation looks good. It's a good opportunity for me to shine. Enemies behind us too. Oh no, we can't even escape. Father! Father! Where are you, father? Zhaojiang, is that you, Zhaojiang? My father, you alive! I'm coming to save you now! Schreien die sowas ganz Schlachtfeld oder was ist sich hören? We can meet up with Zhaojiang, we can probably find a way out. We can try. Aber das hier ist echt concerning, dass wir so... Ja, denke ich auch, gönnst du erstmal direkt ein Level up. Dass wir so verfolgt werden, ist relativ concerning, finde ich. Wir haben erstmal die Werte von Zhaojiang, damit wir nicht in Gefahr geraten. Liu Ye nimmt hier diesen Umweg. I guess. So, und hier mit Zheng Yao greifen wir natürlich an. Sind wir hier? Oh ne! Sind wir hier? Geht hier auch schon lang. Und sind wir hier? Macht natürlich den Sandstorm. Seine Spezialfähigkeit. Dafür lieben wir ihn. Dafür benutzen wir ihn. Dafür ist er auch im Team drin. Nur wegen dem Sandstorm. Yep. Mit 46. So, und dieser Typ hier, not gonna lie, die werden das unten tanken. Und sie bekommen beide den Defensivwurf. Viel Spaß, get fucked. Oh, der Typ hält viel zu viel aus. Nicht gut, gar nicht gut, egal. Das Blöde ist, ich kann jetzt auch meinen Power nicht erhöhen, weil ich direkt im Kampf verwickelt bin. Normalerweise erhöhe ich ja immer erst die Power mit dir, weil... Boah, was ist denn los? He's just a boy. Der zerstört den Soldaten, ne? Komm, Jengi Yao, du auch noch? 111? Ah, leider nur einmal getroffen. Aber okay. Sieht doch schon einen ganz guten Anfang aus. Wei Yan kassiert direkt 104. Wei Yan wahrscheinlich einer der stärksten und nervigsten Gegner hier in diesem Kampf. Wird komplett schon geschwächt. Just love it. I just love it. Oh Gott, hier die Söldner da oben, die machen immer einen guten Job. Not gonna lie. Und ich hoffe, wir Liu Jin und Li Jin tanken das jetzt wie kein zweiter. Das wäre so wichtig. Nein! Oh mein Gott. Upsi. Habe ich vorhin nicht aufgepasst. Ich hoffe, er überlebt. Oh, gibt's das eine Cutscene? I will avenge my father today! I won't die so easily. Das stimmt, vor allem nicht mit den Recovery Beans. 107 Damage bei Zhaojiang. Aber auch gut gekontert, also Zhaojiang ist gar nicht so schlecht. Oh nein, beide werden getroffen, aber im Grunde genommen... Ouchie! Grüne macht das nicht fair. Wegen den Defense Buff. Oh, natürlich blockt er. Und Yujin hat ja auch noch diese mega geile Rüstung. Oh, jetzt! One Punch Man! Ich bin so froh, es wird hier away genommen. Du boxst dich hier wirklich durch. Fast in das Wort ist. So strong! Zheng Yao going ham. Zheng Yao räumt heute richtig auf, ey. Ohne Witz. Wusch! Nein, nicht poison! Das ist natürlich eklig, ärgerlich und eklig zugleich. Oh, Zhaojiang ist jetzt auch noch vergiftet. Aber solange die da unten das ein bisschen tanken, bin ich ziemlich froh. Die kriegen nur Schein. Die sind toll. Ihr schafft das, Boys.
45 Lidl. Hat man nicht ausgedient. Komm schon. Kloppt euch da oben durch. Apropos durchkloppen. Mal schau, durchzukloppen wird. Ja, es wird nervig. Es wird super nervig. Jingle, yes. Und Jingle holt sich direkt den nächsten. Ah, hat nicht ganz gereicht. Aber der Block ist auf jeden Fall ziemlich decent. Ach, der Typ ist sogar Vulan. Der hier. Dann kriegen wir den nicht so schnell tot. Oh mein Gott, Ian Whale ist im God-Modus heute. Der Typ macht keine Gefangenen. Zauzau tötet jetzt noch die Bandinen. Besser geht's nicht. Und hier wird der Angriff mit Ian Whale. Yes, er hat getroffen. Das heißt, Vulan ist vergiftet. Sandstorm! Brian ist ja fast tot. Gleich sind ja noch unsere Söldner dran. Ich sage einfach immer Söldner dazu. Und das wäre eine gute Sache. Wusch. Und. Wusch. Bogenschütze tot. Supi. Ich hoffe wirklich, dass du jetzt überlebst, Kumpel. Das war wichtig, du musst überleben. Komm schon. Gib dir Ruhe. Wait, Jan ist down. What's horrible luck? I won't let you win so easily next time. Though retreat. Geräte, Lance war jetzt auch so abgehackt und dann orientiert sich ja mein Synchro. Nicht wundern. Hey, oh nein, oh nein. Okay. Komm, klappt euch durch. Wir müssen zusammen angreifen. Mal Chao töten. Nur gemeinsam können wir ihn töten. Together we are strong. Und... Der Typ ist schon wieder fast tot. Supi. Ja, Jang Liao, kannst du ruhig angreifen. I mean... Der ist schon killable, aber es ist schwer. Wer unkillable ist, ist Chao Chao. Und Mal Chao wahrscheinlich auch. Mann, der blockt alles. Ich hasse, dass der Tiger hier so blöd positioniert ist und nochmal Ball trifft. Die müssen wir töten. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh Gott, Double Hit. Aber ganz ehrlich, diese Double Hits sind sowas von egal, weil sie sind so tanky, die können ihn nicht besiegen. Guter Block. Der Block war wahrscheinlich sogar sehr wichtig. Yay! Und? Dian Wei räumt so auf! Oh mein Gott, ich bin so froh, Dian Wei mitgenommen zu haben. Ich wollte erst Xuxu mitnehmen. Weil er sich um diese Granaries kümmert. Aber, nee. Gut, anscheinend Dian Wei genommen zu haben. Dian Wei ist so viel besser als Xuxu. Der kann was. Oh Gott. Jetzt kommt der Bärentyp auch noch, der kann auch verkrüppeln. Hat aber nicht verkrüppelt, zum Glück. Und die Bären greifen nicht zwei hintereinander an. Was gut für uns ist. Ich glaube, hier kann man nur Verstärkung, Leute. Das ist viel zu easy. Da ist doch was faul. Na, alles geblockt. Seriously. Sandstorm. Here we go. Wupp, 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 wupp. Da unten sieht es nicht mehr so gut aus für die. Zum Glück. Los, Zauzau. Okay, wir greifen erstmal alle an, die nicht Machau heißen. Machau ist dann doch ein bisschen too strong, I guess. Komm schon. Nein. Nein. Okay. Oh, Double Hit. Here we go. Jang Liao, du weißt, was zu tun ist. Erstmal die Mandinen töten. Yes. Jetzt hat der Angriff auf den Typen da unten. Hat nicht gereicht. Mann, Vulan. I hate you so much. So, und jetzt wollen wir hier replenish. Das heilt nämlich alle. Wunderbar. Wenn Sun Yo jetzt stirbt, kann ich es dir erinnern. Ich kann ihn nicht mehr anders positionieren. Hier greifen wir wahrscheinlich den Tiger an. Wusch. Und... Ah, nee.
Lieber Liu Feng, bei Tiger greifen wir jetzt so an und kassieren so den Gegenangriff und sterben so. Here we go. Oh, das ist schön, dass die uns jetzt vorhin entdecken. Oh, das ist so gut. Gemeinsam können wir Chao vernichten. Echt. Da kommt die Verstärkung so. Okay, Li Jin und Yu Jin, die müssen jetzt tapfer sein. Die werden es nicht überleben. Oh Gott. Zao Zao, true here indeed. I see you won't give up so easily. However, now that my main forces are here, your life will be over shortly. Ah, the main forces are here too. It's retreat our only option. Yes, it is. Listen, we are going to attack the enemy in the granary. Focus on breaking through their formation. The enemy cannot move very fast in the fires. We are swift. We'll succeed. Follow me. Das Ding ist, ich werde natürlich nur so viele Offiziere zerstören wie möglich, aber fliehen ist, glaube ich, das Sinnvolle. Das ist auch voll leicht zu erreichen. Zao einfach wieder reinbringen. Nicht schwer. Zao is fleeing. Hurry, don't let Zao escape. We must capture him no matter what. Our efforts will be in vain if we don't kill Zao Zao right here. It would be a pity if we can't catch him now. Zao Zao, stay right there! I'll shoot him to the death! Chao Yun is here! Nein! He's schon wieder poison auf dir, Wayne. Lass doch mal dir, Wayne, in Ruhe. Oh mein Gott, ich glaube, du tötest dich jetzt selbst, der Vollidiot. Und bekommen nicht die Heilung von Zhuguliang. Yes, Dian Wei, I love you so much. I lost, but I was so close to killing him. Das Geile ist, wir haben Liu Jie noch. Und dafür bekommen wir den Bronzehelm. Yeah. Oh Gott. Und ich hätte den Tiger aber doch töten sollen, jetzt ist er wieder voll geheilt. Toll, wa? Not really. Ich glaube, Xun Yo Shijia. Mein Chao ist ein bisschen too much. Oh Gott, ich werde auf jeden Fall sterben. Aber hey, können noch ein bisschen Zeit schon. Vor allem Yu Jin mit seiner Dragon-Rüstung. Ja, das war's. Too regretful. Ja, keine Heilung für die da unten. Ripperino und Pepperino. Das ist echt kacke, dass der jetzt tot ist. Weil ich hätte so lange heilen können und es wäre super cool gewesen. Wir versuchen trotzdem noch zu schaffen, was wir schaffen können. Es ist halt blöd, dass kein Tank jetzt hier steht. Wir haben halt auch keinen einzigen Heiler. Doch, Sibylle kann noch ein bisschen heilen. Wow. Aber halt nur ein bisschen. Der Typ ist auch fast tot. Wir müssen erstmal eine Burg hier aufräumen und dann können wir weitersehen. Wichtig ist, dass wir da erstmal klar schaffen. Boah, Mann, da hat nur so viel. Der Typ hat nur so viel. Und die Bären, die haben auch so verdammt viel Leben. Das ist unglaublich. Tschüss. Dominanz ist weg. Oh nee, ausgerechnet jetzt. Yes, der Typ hat ein bisschen kassiert, ist gut. So, jetzt kommt der Sandstorm Deluxe. Der Typ ist tot. Macho kassiert und die ganzen Vollidioten da unten kassieren jetzt auch. Das, meine Freunde, ist super cool. Und by the way, wir brauchen gar nicht die Heilung unbedingt von Xun Yo, wir haben noch Heil-Items. Fällt mir gerade so ein. So, Jing Yo. Nein. Oh Gott, so bad. Okidok. Töten wir den Typ. Zack. Hier bekommen wir sogar Recovery Peach. Hier gehen wir auch drauf. Und jetzt machen wir Poison auf Machau. 58 Damage. Ja. Und noch ein Recovery Peach. Heilen wir den. Mulitin ist angeschlagen, actually. Okay. Recovery Rise. Zwei davor am Start einen Tiger. Den zerstören wir jetzt, bevor er geheilt wird. Cool. Tschüss. Ja, töten wir Chao, please. Tötet ihn. Tötet ihn. Ich konnte es nicht schaffen. Yes. How did this happen? Oh well, retreat. Chao ist tot, sie haben es geschafft. Thank goodness, Father's safe. Well, as long as I'm here, it doesn't matter how many troops anybody has.
You're still the same, Cao Zhang. Things are serious now, don't be careless. We must find a way through this alive. Yes, Father! Oh Gott, Leute, das gibt so viel Erfahrungspunkte für die Tanks und Tanks sind so wichtig in dem Spiel, wie ihr wahrscheinlich schon mittlerweile gemerkt habt. Oh nein, Liu Feng, komplett geheilt, ey. Alle Errungenschaften für nichts, die ich bisher machte. Alles für nichts. Boah, wie viel Damage hat der Bogenschütze unten gemacht? Das ist bestimmt Huan Zhong gewesen. Oh Gott, da war eine Lücke, da habe ich nicht aufgepasst. Ich wusste nicht, dass der jetzt schon so mal hier angreifen kann. Like, what the fuck? Oh nein, liebe, was tust du? Haha, dann hier. You fool! Oh Gott. Das ist halt nicht irgendjemand, das ist Zhang Fei. Das ist wahrscheinlich Zhao Yun. Nee, das ist ein normaler Horseman und macht schon so viel Schaden. Das ist Zhao Yun. Oh Gott. Heilige Scheiße, in die Stark. Wäre cool, wenn Zhuge Liang töten, aber. Ja. Wovon träume ich nachts? Zhuge Liang, der kann alles heilen, zaubern. Oh, der ist so gut. Schade, dass wir ihn nicht selber bekommen haben. Weil der ist der einzige Master Strategist ist. 7, Level 46. Guck mal. So, liebe Leute. Das Katapult stellen wir hier und greifen die Archer an. Wusch, wusch. Liu Bei blockt natürlich. Man kennt sich anders. Und Cao Cao geht jetzt, anstatt sich zurückzuziehen, genau, er geht an die Front. Weil er komplett geisteskrank geworden ist. Zheng Liao, oh nein. Aber hey, Zheng Liao ist mittlerweile immerhin schon viel rap with the people. Ich bin schon Level 46. Wisst ihr, was wir machen? Sandstorm! Oh Gott. Weil die da unten sind jetzt schon ziemlich angeschlagen. Naja, zumindest ein paar. Das Blöde ist, dass Cao Zhang wahrscheinlich stirbt. Oh, Tian Wei ist auch so angeschlagen. Mach einfach Poison. Vielleicht klappt's ja. Ja. Nee. Nee. How about no? Recovery Beans. Schub, schub. Und Recovery Rice. Schub, schub. Quick, quick. Gucken, was die Honks waren. Okay, der heilt sich, was ich gut finde. Hoffentlich greife ich Liu Bei nicht an. Wir blocken ja teilweise den Weg. Oh Gott. Was ist denn mit Liu Bei los? Der wäre noch nie so stark. Oh mein Gott, da ist schon wieder fast tot. Und der Bärenzähmer. Nein, er lebt noch. Oh no. Deswegen hasse ich Zhuge Liang. Genau deswegen hasse ich Zhuge Liang, Leute. Zheng Liao, are you okay? Are you okay? He will die. He will die. Liu Bei holt sich den jetzt. Leider. Nee, Liu Bei holt wieder ab. Oh, Liu Bei ist auch so nervig. Heilung, Heilung, Heilung. Aber hey, immerhin lebt Zheng Liao. I guess. Oh nein. Was ist ein Spießbodenlauf hier, ey. Werden richtig gemobbt wie so ein Schubskreis. Oh mein Gott, Zhao Yun geht an die Front, macht keine Gefangenen, tötet sofort. Oh mein Gott, really? Und der Defensivwaffe ist schon lange weg, das heißt, ich werde komplett vor allem zerstört. Oh nein. Ja, so viel zu den Tanks. Sie ausgetankt. Oh Gott, so langsam sollte ich die Flucht ergreifen, glaube ich. Sieht halt nicht gut aus. Boah, ohne Scheiß, wie willst du Zhao Yun töten? Naja, 72. Sandstorm! Zhao Yun, wir wurden natürlich nicht erwischt, ist ja klar. Was erwartet ihr dann?
Jetzt vertraue ich Hunde ein bisschen. Macht euch doch nicht lächerlich. Jetzt bin ich in Level 47. Cool, cool. So, Diamante, du weißt, was zu tun ist. 57. Oh, 105. Aber dafür gibt es ein Armor-Level-Up. Rüstung Level 8. Und nochmal ein Angriff. Kriegen wir den Tod? Oh Gott, ich ziehe mich doch noch nicht zurück. Ich will ihn jetzt töten. Erst greife ich dir jetzt tot sehr. Jingle Yao zieht sich nicht zurück. Jingle Yao. Nein, Jingle Yao ist tot. Okay. Okay. Verdammt, das habe ich mir schon noch vorgestellt. Recovery Rise. Und Recovery Rise. Dafür haben wir die Scheiße gekauft. Komm, töte ihn. Töte Torion. Yes. Jetzt krieg ich zwar nicht Erfahrungspunkte, but I don't care. Er ist tot. Und der Tiger. Nein, ist nicht tot. Verdammt. Hey, diese Söldner-Trommeln, die machen sich noch nützlich. Wer hätte das gedacht? Aber ich glaube, Jingle Yao stirbt wegen dem Bogenschützen. Leider. Oh, der Bogenschütze ist verkrüppelt, aber der Bär stirbt. Cool. Oh mein Gott. I mean, Sozo ist relativ tank, Jingle Yao nicht, aber hier steht ein Tank. Ja, Jingle Yao ist tot. Ja, und nochmal 67. 65, überlebt mit 1. Plot Armor, Leute. Plot Armor für Jingle Yao. Ey, wenn der jetzt überlebt, das wäre so geil. Yippee, lässt du den in Ruhe? Nein, natürlich nicht. Okay, ich glaube, ich ziehe mich auch zurück. Ich möchte Yippee irgendwie töten. Yippee ist so ein Arsch in dem Spiel. Irgendwie möchte ich ihn töten. Außerdem halten die ja noch mit Sau. Oh Gott. Solange Jugel Yang hier unten bleibt mit seinen Confused und was er nicht alles hat. Oh nein, Lidin. We have no choice but to retreat, ja. Die Tanks, nee, ich muss mich zurückziehen, Leute. I try my best. Es ist nicht möglich, die zu besiegen, wie ihr seht. Es geht nicht. Es geht nicht. Deswegen hat man ja auch hier die Option, sich zurückzuziehen. Schwupps. Dominanz. Liu Ye, bleib tapfer. Bis zum Schluss. You don't have a chance against me. Ja. No chance against me. I saw that. Komm schon. Ah, selbst ein Double Hit hätte nicht gereicht. Sandstorm. Falls so irgendjemand angeschlagen ist, können wir ihn jetzt töten. Mit Hyojin. Mit Hyojin. Das ist nicht wirklich jemand angeschlagen, aber ich benutze jetzt tatsächlich Recovery Peach. Haben wir hier gefunden. Warum nicht auch nutzen? Cool, der Pferdebogenschütze ist tot. Supi. Und der Ritter ist ein Vollhorn. Oh nein. Na, was passiert jetzt? Scorch. Ja. Ja. Jugel Yang halt, ne? Oh no, hurry and retreat. I came to help but ended up losing. How regrettable. Ist das Huang Zhong? Bin ja froh, dass er nicht auf Hyojin gelandet ist. Your life is mine. Ja. Your life is mine. Sehe ich. Ich glaube, die Amway stirbt jetzt auch noch. Oh mein Gott, sind die stark. Ja, tot. Jetzt so ohne Scheiß, wie stark sind die Shooter mittlerweile? Ich habe überhaupt keine Chance. Oh, der Block, der Block! Und das gibt ein Level Up. Yep, Level Up für die Amway. Level 47. Und der ist tot. Nee, ist er nicht. Oh mein Gott. Die Amway kämpft bis zum Schluss. Was ein tapferer Mensch. Ja, aber jetzt ist vorbei, ne? Oh mein Gott! Daumen hoch für Tian Wei, Leute, gebt diesem Video Daumen hoch für Tian Wei. Er hat alles gegeben. Für euch, für mich, für uns. Bis zum Schluss. Oh mein Gott, ist er liebenswert.
Er ist so verdammt liebenswert. Und die Typen beißen sich doch jetzt tatsächlich die Zähne aus, weil die Strangenoffiziere jetzt nach vorne gegangen sind. Außer Zhang Fei. Der Bär, was macht der? Okay. Zack! Der Bär ist auch fast tot. Wisst ihr was, der Magie opfert sich jetzt auch. Und zwar macht der jetzt... Nein, ich hab nicht genug. Oh nee, ausgerechnet jetzt. Dann machen wir Scorch. Und zwar hier rein. Scorch! Boah, das war strong. Das war richtig strong. Holy shit, und sie reagiert keine Ahnung mehr. Game over. Schwupp, schwupp, schwupp. Oh mein Gott. Komm, töte noch Liu Bei. Dear Wei. Wenn du jetzt noch Liu Bei tötest, dann mach ich dir einen Heiratsantrag. Heiratsantrag an Liu Bei. An Dear Wei. An Liu Bei, ja. Mit der Faust an Liu Bei. Oh, I can't die yet. Retreat. Cao Cao und Cao Cao. This may be the last time we see each other on the battlefield as commanders. As one who rules and administers this land, I have no choice in this matter. Farewell. Und dafür bekommen wir sogar die Twin Swords. Richtig cool. Twin Swords gönnen uns. Jetzt hätte ich doch fast Lust, hier anzugreifen mit Zarzor. Oh Gott, ich greife mal meinen Safe. Ich muss es ausprobieren. Weil im Grunde, finde ich, haben wir jetzt sogar einen relativ kleinen Vorteil. Lasers! Der Typ ist auch tot. Ah, aber das ist wohl ein Jong. Ne, okay. Und er hier erhält sich. Recovery Beans. Weil im Grunde genommen sind gar nicht mehr so viele. Nein! Das war's. Tian Wei, I just love you. Just love you. Das Schöne ist, Zauzer kann nicht von Fernangriffen getroffen werden. Zhao Yun ist auch schon tot. Oh mein Gott, ich glaube, ich reiß es noch rum. Leute, wir reißen jetzt rum. Wir schaffen das. Wir besiegen die jetzt. Yue Chen immer noch hier unterm Tank. Wir sind eigentlich keine gefährlichen Gegner mehr aus der Zhang Fei. Und hier sind nur Zhuge Liang und Huan Zhong. Huan Zhong kann Cao Cao nicht mehr treffen. I saved this one just for you. Oh Gott. Aber da hält natürlich verdammt viel aus. So, Katapult. Wir brauchen dich. Zack, zack. Ja, Zhuge Liang wurde erwischt. Super. Der Pferdetyp ist tot. Sind wir hier doch noch relativ viel Leben. Das gefällt mir. Und der hat halt nichts. Oh nein. Der muss hier nun meditieren. Hat halt kein Mana mehr. Der ist so komplett useless. Ohne Mana. Recovery Rise. Ich muss wieder einkaufen nach der Schlacht. Ja, natürlich ist das Gift schon wieder direkt kuriert. Klar. Man kennt. 91, ey. Zhang Fei hat komplett einen in der Mütze. Ja, komplett geheilt, aber der kriegt gleich die volle Macht von Cao Cao. Von daher ist egal. Ich muss nur schon gelangen, besiegen, aber erstmal. Können wir erstmal aufatmen. Aber nicht, wenn ich die jetzt hier alle besiege, das soll irgendwas skippen. Das werde ich gleich herausfinden. Mach gleich kurz einen Aufnahme-Cut. Und werde schauen, ob man da irgendwas skippt im Walkthrough oder nicht. Weil ich will euch ja alle Schlachten zeigen und nicht skippen. Wait. Scheinbar skippt man nichts. Also let's go. Worauf warten wir noch? Dann töten wir die jetzt alle. We kill them all. Komm schon. Töte Zhuge Liang, den schlimmsten überhaupt. Yes. Das erste Mal, dass wir den überhaupt getötet haben. Little did I expect to force to retreat before I see the end of this. Er ist einfach tot. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Meditate. Hier nochmal Recovery Rise. Er wird weiter tanken. Oh, Yue Jin, tankt mittlerweile besser als Li Jin, for whatever reason. Ich glaube, er hat eine bessere Rüstung. Hat. Keine Heilung mehr, das heißt, der Bär ist jetzt auch endlich weg. Level 49! Oh mein Gott, der ist fast Max Level. Und Zhang Fei ist auch fast... Leute, wir haben das echt geschafft.
Wie aussichtslos war das? Und wir haben es geschafft. Ich glaub das nicht. Wir schaffen das. Ist das cool. Ohne Scheiß, es ist so verdammt cool, dass wir es schaffen. Die können uns nicht mehr besiegen. Die alleine haben schon keine Chance gegen Zauzo. Let me guide you to the ancestors. Zauzo ist ja schon zu stark für die. Okay, nun zu dir holen, John. Bin wir der auch noch tot? Nee. Gibt auch ein Problem. Dominanz nicht mehr aktiv. Das ist das Problem. Setzdown! Wupp, 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 wupp. Ich glaube, ich lasse Ryujin jetzt sterben. Nee, doch nicht. Never mind. So teuer ist Recovery Rise ja nicht. Letzte Heilung. Cheng Fei, wenn ich so hart reinhauen würde, wäre es ja kein Problem. Aber er haut halt leider so hart rein. Oh mein Gott, jetzt blockt das. Hätte ich doch nicht heilen sollen. Er besiegt einfach Cheng Fei. Ein bisschen heilen. Oh mein Gott. Leute, wer hätte das gedacht, dass wir das noch schaffen? Aber so viele Verluste. Aber so ein Kaliber vor einer Schlacht, kein Wunder. Tanks for the win. Wenn ein Tank stirbt, dann übernimmt der andere Tank. Hab's gesehen. So, jetzt kommt sie mal hier und denkt sich so, I hate you all. I just hate you all. Und das war's mit Cheng Fei. Level up for Zimaji, Level 48. Damn, this is truly your last chance to kill Zorzo too. This is too bad. Retreat. Und dafür bekommen wir Wiper Spear. Wenn das die Fähigkeit ist von Cheng Fei Spear, dann Großmahlzeit. Mega geil. If it weren't for my foolish superiors, we wouldn't have lost so badly. I don't want to be a commander anymore. Der schiebt es einfach auf die Superiors. Komm, du machst den Finishing Touch. Yes, da braucht nicht Erfahrungspunkte. Für 46 Jojo. Am I really too old? Perhaps I should retire now. Retreat. It turns out Zorzo's army is pretty strong. We just won. Der Typ, Liu Feng, wird uns nicht mehr aufhalten. Sorry, but you have lost already. Ist ja irgendwas noch zum Looten? Nee, nicht wirklich. Ah ja! So strong. Das ist auch nochmal ein. Yujin ist fast Level 50. WTF, Leute. And we just did it. Ouch, that hurts. Ah, I think I have had enough of fighting on the field. Retreat. We made it through. What a difficult battle. In der Tat, es war wirklich schwer. Aber ich habe irgendwann so einen Swing gehabt, wo Chao Yun gestorben ist, habe ich gedacht, okay, du ziehst dich nicht zurück, Mädchen. Du gewinnst einfach. Oh, das war gut, Leute. Das war richtig gut. Okay, Doc, Leute, wir sehen uns mal wieder im nächsten Part. Daumen hoch für Dian Wei. Ich sag nur, er blockt und er boxt sich durch, ey. Ohne Scheiß. Ohne Dian Wei hätten wir nicht gewonnen. Dian Wei und das Handstorm von Zimmer hier haben uns diesen Kampf gewonnen. Leute, Daumen, falls euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne provozieren. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao! Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!